Er ist ja doch gefahren. Hä? Wer war das denn? Ein trostloser Ort. Und so still. Was? Still? Also hören Sie nichts? Wie es das Schicksal eines jeden ist, der sich dieser Familie widersetzt. Was denn? Stimmen. Schreie. Ich weiß nicht. Ich glaube, ich höre etwas. Weit entfernt. Wir müssen weiter. Edward muss hier oben sowas wie ein Versteck gehabt haben. Vielleicht in der Nähe des Ortes der Macht, den er in seinem Tagebuch erwähnte. Wie wissen wir, ob wir richtig sind? Wenn das Licht angeht, dann wissen wir, ob wir richtig stehen. Aber er hört's auch. Man kann fast spüren, wie einen die Kälte dieses Ortes befällt. Das stimmt, Junge. Könnte das auch sein, weil der hat ja nach Sachen gesucht, ich ne? Ich war schon ganz seit Jahren nicht mehr hier. Ich kenne mich hier nicht gut aus. Keine Ahnung, wo Edwards Versteck war. Ist alles in Ordnung, Rory? Es sind die verdammten Stimmen, Junge. Ich versuche, sie auszublenden, aber sie sind laut, heftig. Oh. Was ist denn, wenn der Anwalt der Sohn von der Cecilia ist, die in Selbstmord getrieben worden ist? Sie hat doch an ihrem Vater geschrieben, was der Vater, wie auch immer, ne? Also an den Edward, dass sie mit dem Kind abhauen wird. Das Kind hat es vielleicht geschafft und das ist vielleicht der Anwalt. Wir suchen weiter. Ich gehe nirgends hin, Jungchen. Aber nicht um zu erben, sondern wahrscheinlich um sich zu rächen, weißt du? Ach du Gott, wir können ja überall gehen. Ich glaube gerade nicht gut, was ich hier tue. Oh Gott, und das sind alles so eine Gänge. Wir befinden uns gerade im Anfang, falls das jemand auffällt. Im Intro. Scheiße. Oh, warte mal, hier oben sind wir doch verbrannt danach. Achso, der Vater wird. Ich wollte gerade sagen, da brennt es noch, aber. Ja, da geht's runter. Hier ist der Druidenkreis. Und hier ist das Symbol. Okay. War aber gerade eben, ne? Boah, ist das verworren. Halt. Wir sollten das Rory zeigen.
Ah, okay, das ist ein anderer. Also die Kamerasteuerung ist ja echt eine Klasse für sich. Wir müssen das irgendwie aufbrechen. Sie mich, Rory. Ist alles in Ordnung? Nein, Kindchen. Nicht ich. Das ist nicht wahr. Ich wollte dich schützen. Ich wollte ihr doch nichts tun. Ich wollte... Er war doch noch ein Baby. Ein kleines Baby. Rory. Lassen Sie ihn. Wir müssen weiter. Nee, Rory muss jetzt zurück töpfen. Diese Handschrift, die kenne ich. Das ist von Andrew. Aha. Andrew, der Anwalt? Hier hat er gearbeitet. Andrew erwähnt immer wieder einen Ort in der Nähe. Das muss Edwards Ort der Macht sein. Weil er hat ganz am Anfang, hat er immer gesucht, ne? Es muss ja irgendwo hier sein. Es muss unter dem Haus einen Eingang geben, der zum schwarzen Spiegel führt. Das ist, was Andrew finden will. Ja, unser Verdacht verdichtet sich. Hören Sie zu. Edward mag seine Fehler gehabt haben, aber er war nicht schwach wie meine Mutter, die in ihrer Schwäche den Ausweg eines Feiglings gewählt hat. Cecilias Baby starb nicht mit ihr. Es ist Andrew! Er hat mich von Anfang an getäuscht. Kein Zeichen von menschlichem oder sonst irgendeinem Leben. Die Architektur dieses Ortes, die Tunnel, Hütten. Hätten wir doch mehr Zeit, uns gründlich umzusehen. Später. Rory? Rory! Zwecklos. Die Steuerung. Platz. Jetzt kann er nichts dazu sagen. Kein Zeichen von menschlichem oder sonst irgendeinem Leben. Also gehen wir... Die Architektur dieses... Ja. Ist gemauert hier, ne? Geh mal hoch.
Ich wüsste doch nicht mal, wo ich hingehen soll. Nee, Quatsch, das war durch diesen Toreingang. Warte mal. Das ist da drüben, glaube ich. Nee. Es. Da. Ich weiß gar nicht, was wir hier für ein Dorf noch begutachten sollen. Oder müssen wir dahin, wo das Licht leuchtet? Also anhand der Geräusche kann ich jedenfalls nicht festlegen, wo in welche Richtung ich muss. Ja, aber hier lang laufen. Wir kommen gar nicht mehr weg hier. Ach, jetzt sind wir hier. Also, wir gucken jetzt nochmal hier drüben nach, aber ich glaube, da ist nichts weiter. Finde ich nicht mal mehr den Rory hier. Halt. Fototeile, super. Das ist jedenfalls unschön. Wenn wir nicht mal ansatzweise wissen. Was wir machen müssen. Das ist der Teil. Wie gesagt, jetzt ist er weg. Da ist er. Rory? Rory? Vielleicht haben wir hier drin noch was übersehen. Würde mich nicht wundern. Ich bin doch vorbeigelaufen. Er will Edward freisetzen. Seinen Geist aus dem Spiegel befreien. Glauben Sie, es ist auch möglich, Ihren Vater zu befreien? Vielleicht. Der Unterschied ist, was immer von Edward übrig ist, was ich gesehen habe, es ist nicht mehr von dieser Welt. Edward wurde während einer Art Ritual geboren. Sie glaubten, so bekäme er eine besondere Verbindung zum Schwarzen Spiegel. Und Andrew glaubt, diese Eigenschaft von seinem Vater geerbt zu haben? Scheint so.
Das zeigt, dass er nicht weiß, wozu der Spiegel fähig ist. Oder dass es ihm egal ist. Hier wurde die Erde bewegt. Moment mal. Ist dann Edward der Vater von Andrew? Die fehlenden Seiten aus der Chronik. Vielleicht beschreiben sie die Rituale, die Andrew durchführen will. Das würde ja bedeuten, dass... Sie sind verkohlt, aber vielleicht können wir... Das würde ja bedeuten, dass die eigene Tochter von dem Edward... Ach du... Oh. Oh, dieses Brüllen, ja. Das Gute ist, dass hier zumindest lesbare Teile sind, ne? Was das ein bisschen... Und dann schnappern die Sachen auch. Das kann möglich sein, ja. Das Gebrülle, ja. So, The Blood of Blub, das kommt hier zwischen, das kommt hier drüben auf die Seite. Besser bekomme ich es nicht hin. Ich erkenne nicht viel. Das Blut von Dreien. Die Seele des einen. Was soll... Himmel, was ist das? Was geschieht hier? David! Ein Traum in einem Traum. Bleiben Sie bei mir. Gemeinsam tun können. Nein! Er darf nicht wiederkehren! Komm zurück! Komm zurück! Wer ist das? Oh! Ich verstehe. Andrew hat mehr oder weniger dann unseren Vater dazu gebracht, dass er das Ritual kaputt gemacht hat, wie auch immer. Oh! Das ist also sein Neffe, ne? Darf man nicht vergessen. Noch eine Seite aus der Chronik. Ein Schutzritual. Andrew scheint versucht zu haben, meinen Vater an einer Art Schutzritual zu hindern.
Konnte Ihr Vater es vollenden? Weiß ich noch nicht. Können Sie sie sehen? Sehen Sie meinen Vater? Kaum, nur im Augenwinkel. Gehen Sie voran, ich folge nach. Okay, sie hat's aber gesehen. Sie glaubt uns. Wahrscheinlich, weil der Ort langsam ihr auch aufs Gemüt schlägt. Oh, ich weiß ja ungefähr, wo er ist. Also sie hält uns wenigstens nicht mehr für verrückt, weil er hat es ja auch nicht wirklich, aber jetzt müssten wir das Ding hier erkennen. Du entkommst mir nicht! Nicht mir! Oh nein! Nicht der Junge! Ah! Kenne ich aus Indien. Gehörte sie Ihnen? Ja, als ich noch ein Junge war. Ich kann kaum glauben, dass er sie aufbewahrt hat. Das ist eine Puppe oder so. Okay, jetzt rennt er oben zum Schutzkreis, zum Druidenzirkel. Hier ist eine Abkürzung. Gehen Sie vor. Ist klar. Pass auf, nachher ist sie auch noch damit dabei. Das wär's. Durch Blut, durch Stein schütze ich, was mein. Was es auch kostet, ich nehme es hin. Muss man aufpassen. Zu spät. Zurück. Fang wieder an. Sterben. Schluss damit! Sofort! Bleib bei uns. Was ist hier gerade passiert? Ich hörte Stimmen. Aber Sie sehen eindeutig mehr als ich. John und David. Nee. Mein Vater kam her, um sich... unsere Familie von dem Fluch zu befreien. Aber er entdeckte, dass Andrew viel Schlimmeres vorhatte und versuchte, ihn aufzuhalten. Der schwarze Spiegel? Andrew wollte mit Hilfe seiner Macht Edward, oder was aus Edward geworden ist, in diese Existenzebene zurückholen. In diese Welt. Der Narr. Alles hier hätte ihm doch zeigen müssen, dass der Spiegel unkontrollierbar ist. Unberechenbar. Und hat Ihr Vater dieses Schutzritual vollendet? Glauben Sie, es hat funktioniert? Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, das hat es. Wie könnte er uns sonst noch immer helfen? Ich fühle, dass er mich erreichen will, aber ganz gelingt es ihm nicht. Ist es möglich, ihn von dort, wo er jetzt ist, zu befreien? Das hoffe ich sehr. Diskussion beenden. Wir müssen Rory holen und zurück zum Schloss, bevor Andrew den Eingang findet. Wenn es nicht schon zu spät ist.
Und wir müssen die anderen warnen. Warum? Nein! Sie sind zu schwach für einen Gorgon. Genau wie ihr Vater. Warum? Ein Mörder. Ja, und du nicht, oder was? Erbärmlicher alter Mann. Du konntest noch nie tun, was getan werden muss. Rory! Sind Sie verletzt? Lassen Sie mich mal sehen. Ja, Messer am Bauch. Keine Sorge, Mädchen. Mir geht es gut. Ich glaube nicht. Was hat Angus gemeint? Dass Sie ein Mörder sind? Er hat nicht nur von sich gesprochen, oder? Nur das Gefasel eines Sterbenden. Schluss mit den Ausreden. Sie wollen unser Vertrauen? Dann seien Sie ehrlich. Ei. Schon gut. Es war vor langer Zeit. Ich war nicht der, der ich heute bin. Ich war jähzornig und ich trank. In dieser Nacht wurde ich wütend und Gott vergib mir. Ich tötete meine Frau und mein Kind. Und die Gorgons, sie haben es vertuscht. Genau so war es. Darum arbeiten sie all diese Jahre hier. Wegen dieser Schuld. Ich bin ein eigennütziger Mann. Hab mich hier versteckt aus Angst. Die Gorgons. Das Blut funktioniert nicht richtig. Und Edward? Wussten Sie es? Ich wusste es. Ich wusste, was er tat. Aber ich war zu feige, um etwas zu unternehmen. Die Stimmen, die Sie vorhin hörten, war das Ihre Frau? Sie und Cecilia. Ei. Andrew. Ich glaube, er ist Edwards Sohn. Was? Unmöglich, nein. Kann nicht sein. Er ist... Was ist er, Rory? Cecilias Kind. Ich ließ sie ihn weggeben. Ich wusste, wir hätten ihn besser umgebracht. Sie gaben Cecilias Baby weg? Was war mit ihrem Mann? Oh, Edward hatte sich längst um ihn gekümmert. Ah, doch. Aber es war nicht der Mann. Wir müssen zurück. Vom Kind. Könnt ihr mir aufhelfen? Bringt mich zurück ins Gewächshaus. Ich muss euch etwas zeigen. Das mit der Fleischwunde, okay. Können wir ihnen helfen? Deinen Worten nach wirkte dein Vater einen Schutzzauber. Und zwar für dich, Junge. Wieso? Um dir zu helfen. Drei von der Familie brauchen wir. Dich zu erreichen. Aus dem Jenseits. Du bist besonders. Du hast möglicherweise die Macht eines Hochdruiden. Okay. Einer mit einer mächtigen Verbindung. Deswegen dieses Wegstoßen, ne? Was tut er da? Es ist dasselbe Symbol, das mein Vater machte, bevor er sich umbrachte. Gib mir deine Hand. Autsch! Ich dachte, der hat ein Messer im Bauch. Sei kein Jammerlappen. Jetzt beträufel das Symbol mit Blut. Vater. So, Junge, die Verbindung zu deinem Vater ist gestärkt. Danke. Danke. Du brauchst jede Hilfe, wenn du den Spiegel erreichst.
Geh nicht hinab, bevor die Bindung vollendet ist. Du hast mit deinem Vater noch etwas zu klären. Ihm vergeben. Ich weiß nur nicht, was es ist. Vergeben? Ich habe über den Spiegel nachgedacht. Was er bewirkt, Rory. Ich glaube, er war verantwortlich für das, was du deiner Familie angetan hast. Danke für diese Worte. Aber das ändert nichts daran, dass ich es getan habe. Lindert nicht den Schmerz. Lindert nicht die Schuld. Du weißt noch nicht alles über die Vergangenheit deines Vaters. Aber das musst du selbst herausfinden. Trage keine Zweifel im Herzen, wenn du dem Spiegel gegenübertrittst. Sonst wirst du dich selbst in ihm verlieren. Das war's dann wohl für mich. Unsinn. Wir holen Hilfe. Ich kann... Nein, Mädchen. Schon bald bin ich bei Frau und Kind. Sie sagte mir immer, als Gärtner hätte ich verdammt schlechten Bartwuchs. Wie recht sie hatte, mein Herz. Kapitel 4 abgeschlossen. Blut. Wir müssen aufpassen. See you soon on the other side. Ich darf nicht speichern? Was ist hier los? Achso. Es ist nicht Ihr Blut. Hier, ich helfe Ihnen. Geht schon, danke. Andrew, wo ist er? Er hat Eddie geholt. Ich wollte ihn aufhalten, aber er schlug mich. Mich. Er war völlig von Sinnen. Ich begreife nicht, was hier vor sich geht. Erst Eddie und jetzt Andrew. Es ist das Haus. Der Fluch, der auf uns liegt. Durch das Böse, das unter diesem verdammten Ort lauert. Der schwarze Spiegel. Unsinn. Auf uns lastet kein Fluch. Wir haben vielleicht ein paar Tragödien erlitten. Wie jede große Familie. Aber das Herz eines Menschen kann böse sein, ohne dass ein Fluch oder... Zumindest darin sind wir uns einig. Vor allem ein Herz. Das meines Großvaters, ihres ach so geliebten Edwards. Ich will kein Wort mehr von dir über meinen Mann hören. Er war... Dafür haben wir keine Zeit! Schauen Sie in seinen Schreibtisch im alten Flügel, wenn Sie uns nicht glauben. Sie könnte mehr wissen. Wir müssen noch mal mit ihr reden. Ohne sie anzugreifen. Sie haben ja recht. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Andrew scheint unter dem Einfluss des Spiegels den Verstand zu verlieren. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er Edwards verdorbene Seele in diese Welt zurückholt. Ich kann wirklich kaum fassen, was an diesem seltsamen Ort geschieht. Tja. Da hinten ist etwas. Sieht wie eine Tür aus. Eine Tür? Wohin? Das müssen wir herausfinden. Andrew will eindeutig, dass wir ihm folgen. Hauptsächlich, dass Sie ihm folgen, vermute ich. Aber... Oh, zum Glück kenne ich den Code noch nicht. Die Frage ist doch eher, das ist doch eine Außenwand. Da geht's doch sofort nach unten. Und wo ist sie jetzt hin? Wo kommen wir denn eigentlich dahin, wenn wir da rausgehen? Oh, zu ihr. Das ist nicht er. Mein Edward hätte so etwas nicht geschrieben.
Das ist eins der Symbole im Kamin. Aber wo ist das andere? Die Markierung verläuft nahe Australien oder Tasmanien. Was glauben Sie, bedeutet die Markierung? Ich bin nicht sicher. Aber ich glaube, im Herrenzimmer war ein ähnlicher Globus. Zwei Bugs an einem Abend. Wir sehen uns auf... Ich kann... Da hinten... Eine... Da... Hab... Wir stehen scheinbar falsch und dadurch kommt das dann nachher genau zu dieser Situation. Das ist... So, ich speichere jetzt hier nochmal. Einfach nur, um sicher zu gehen. So. Das ist ein... Die Markierung verläuft nahe Australien oder Tasmanien. Was glauben Sie, bedeutet die Markierung? Ich bin nicht sicher. Aber ich glaube, im Herrenzimmer war ein ähnlicher Globus. Wie denken Sie jetzt über Ihren teuren Ehemann? David, das hilft uns nicht. Mein Edward würde, könnte so etwas nicht schreiben. Es muss Andrew gewesen sein. Oder auch Eddie. Ja, ja, der war es. Nicht Edward. Nicht mein Edward. Nein. Wissen Sie, wie Andrew durch den Geheimgang im Kamin kam? Das Geheimgang? Nein, das weiß ich nicht. Ich dachte, ich hätte ihn durch die Halle schleichen hören, bevor er in Eddies Zimmer ging. Aber sicher bin ich nicht. Niemand hört so etwas gern, aber am Stammbaum der Gordons blüht der Wahn und sie wissen es. Sie haben erlebt, wie er ihre Familie auseinanderreißt. Andrew ist das Ergebnis dieses Wahnsinns, dessen, was ihr Mann Cecilia angetan hat. Nein! Er hätte sie nie angefasst. Er... Möchten Sie sich hinsetzen, Lady Margaret? Nein, nein. Mir geht es gut. Es ist nur... Er war... immer gut zu mir. Er hat mich geliebt. Ja. Auf seine Art. Auf seine Art. Hören Sie zu, Lady Margaret, das hier ist wichtig. Rory sagte, zwischen meinem Vater und mir wäre noch etwas ungeklärt. Wissen Sie, was er meinte? Ich kannte deinen Vater nicht so gut, wie ich es gern getan hätte. Tja. Tut mir leid, ich... Für Geheimnisse ist keine Zeit, Lady Margaret. Sie sehen doch, was uns das gebracht hat. Tut mir leid. Alles, was hier passiert, es ergibt keinen Sinn. Ich kann dir nur sagen, dass dein Vater von dem Modell des Schlosses im Herrenzimmer besessen war. Besessen? Ich meide den Raum schon seit Jahren. Wir müssen los. Andrew könnte Gott weiß was mit Eddie anstellen. Eddie hat das nicht verdient. Bitte, bitte, rettet ihn! Wir versuchen es, versprochen. Wissen Sie irgendetwas über Ihren Ehemann? Etwas, das uns helfen könnte, Eddie zu retten? Ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß, dass es für Edward sehr kostbar war. Der letzte Teil vom Schlüssel? Wie bist du?
Ich tat, was ich tun musste. Für unsere Familie. Was sollte ich sonst tun?